Hi und willkommen. Mein Name ist Daniel und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Super Smash Bros. Ultimate. Ihr wisst, was für eine Zeit ist. Es ist klassisch. Lass klassisch machen. Boah. So, wir wollen noch einen Meilenstein. Und dafür müssen wir Fire Emblem Charakteren in den Hintern treten. Also nehmen wir mal Fire Emblem Charaktere. Zum Beispiel Lucina. Sie ist ein Fire Emblem Charakter. Also nehmen wir ihre Tiki-Farben. Und diese Farben sind wirklich an Tiki. Generation der Glory. Diese Farben sind wirklich an Tiki angedeutet. Im Gegensatz zu Palutena. So. Lucina ist ja genauso steuerbar. Da haben wir schon zwei. Sehr gut. Boom. Ich habe von nur so wenige Spiele gespielt, die online, die in diesem Spiel vorkommen. Lass mich, da ist ein Pokéball. Das ist ein ganz schöner Unfairer. Und er ist fehlgezündet, gut. So fange ich ganz bestimmt nicht an, ey. Da kannst du ja mal abschminken. Er ist ein ganz schön unfairer erster Kampf, ey. Direkt schon gegen zwei Kämpfe. Was ich sagen wollte, ich habe irgendwie voll viele Spiele nicht gespielt. Also Mario Charaktere kann ich natürlich alle hier. Ich mal aber nicht. Legend of Zelda nie gespielt. Ich habe nur einmal ein Game Boy Advance Spiel gespielt. Da bin ich irgendwann nicht weitergekommen, habe keinen Bock mehr gehabt. Fire Emblem habe ich so gut wie alle Spiele von gespielt. Gibt es ja noch WarioWare, habe ich eigentlich auch gespielt. Was sind noch für Spiele im Vorkommen? Metal Gear Solid, Bayonetta, Sonic, alles nie gespielt. Ja, wir sind Fire Emblem. Wir brauchen mehr Fire Emblem Charaktere in diesem Spiel, wo es nicht wirklich irgendjemand interessant noch geben würde. Ich habe das Gefühl, Leute würden sich auch richtig beschweren nach einer Zeit. Hey, Vater. Boom, boom, boom. Irgendwie ist ja gerade irgendwie so ein Fire Emblem Event am Laufen. Und da haben auch schon einige Leute auf Facebook irgendwie geschrieben, oh nein, nicht schon wieder Fire Emblem. Keine Ahnung. Übrigens, wir haben so 12:30 jetzt nachts, 24.12. also frohe Weihnachten oder Feiertage, was auch immer ihr feiert, muss man ja auch mal sagen, ne? Sehr gut. Entschuldigung, Vater. Okay, ich glaube, den Meilenstein für die Fire Emblem Charakter kriegen wir auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Auf finale Bosskampfthema. Als ich das Lied zum ersten Mal gehört habe im Spiel, ne? Also im Awakening meine ich natürlich. Richtig episch. Hi. Das sind schwere Kämpfe ja. Muss dich töten, genauso wie im Spiel. Ja, Lucina musste mal Robin töten. Ja, ja, sie ist mehr oder weniger gekommen, um ihn zu töten. Oder sie, je nachdem. Keine Ahnung. Kennt ihr Trunks aus Dragon Ball Z? Lucina ist mehr oder weniger Trunks. Oh, da ist der schwarze Ritter. Also, die kommt aus der Zukunft, aus einer vollkommen zerstörten Zukunft. Und ich meine, dieser Kampf ist genauso abgelaufen wie im echten Fire Emblem. Schwarze Ritter kommt, haut alle mit einem Schlag weg.
Ja, sie kommen aus der Zukunft, weil ihre Zukunft voll zerstört ist wegen einem riesigen bösen Drachen, weil da passiert halt in Fire Emblem so oft, ein böser Drache irgendwie zerstört die Welt oder irgendwie sowas. Dann reist sie mit einem Portal in die Vergangenheit und gibt sich als Marv aus, weil Awakening spielt irgendwie so, weiß ich nicht. Was? Wie hat mich dann so schnell rausgehauen? Was? Was ist denn jetzt passiert? Hey, was war das denn für eine Farce? Was war das jetzt? Boah. Hey, es ist Roy. Oh boy. Versteht ihr es? Weil sich Boy mit Roy reimt. Deswegen nennen alle Roy. Oh boy. Da geht mir so auf die Nüsse. Genauso wie im Monster Hunter World. Da ist ein Gegner, weiß nicht, Basil Geese oder Basil Goose, irgendwie sowas, keine Ahnung. Und deswegen nehmen den alle Bagel. Hoi. So schwachsinnig, ey. Boom. Was ist das, wenn die Fangemeinde sich irgendwie auf irgendeine blöde Sache irgendwie so fokussiert? Ja, da kommt der Heldenkönig. Au. Au. Ah, ich trage eine Maske und tue meine Haare ein bisschen. Man kann sie nicht eine Maske tragen mit irgendeinem ihrer Spots. Ja. Kennt sie sich ihre Haare? Bisschen zurück, sieht aus wie Marv. Ich meine, Marv hat auch sehr feminine Züge. Also, da niemand dadurch geschaut hat, war schon klar. Au. Ja, Fire Emblem kann ich nur jedem irgendwie empfehlen, so ein bisschen. Er ist irgendwie so eine Mischung aus, oh Gott, so eine Mischung aus Schach und Fantasy. Wäre so irgendwie perfekte Beschreibung, die mir jetzt so einfallen würde. Ich will mal gucken, ob ich so da durch kann, ob ich die Dinger da kaputt machen kann und dann so da durchgehen kann. Das reichen würde, aber ich glaube, spätestens an dem Punkt wird das nicht klappen, ne? Diesen Sprung zu diesem schwarzen Loch und ja. Das wird nervig. Immer dieser blöde Kampf, ey. Ich meine, konnte auch nicht hin. Aua, bin schon wieder gefingert. Einfach boah, mein Controller voll abgespackt. Wieso? Und deswegen wäre ich nie ab mit euch da angegriffen. Ey. Bringt sowieso nicht. Habe ich jedenfalls so ein Gefühl. Das für ein Angriff. Oh.
Mal schauen. Da ging eines viel einfacher. Wir müssen immer alle beide da. Da haben wir mit meinem Schwierigkeitsgrad zu tun oder was? So, boom, hat er den gesehen? Maske. Maske. Ich bin Marv. Mit grünen Haaren. Ja. Boom. Ach, komm mal rein. Ja, da war eigentlich gar nicht mal so schlecht. Wenn ihr mich fragt. Natürlich kommt das Lied. Da muss ich aber sagen, wir machen aber noch einen Fire Emblem Charakter, obwohl ich mir, ich glaube, ich ziemlich sicher bin, dass wir jetzt den einen Meilenstein auch noch kriegen dürften. Aber keine Ahnung, gegen was 6-7 Charaktere jetzt gekämpft haben, die alle Fire Emblem Ursprung sind. Gehen wir direkt ihren Vater noch. Das ist so merkwürdig. Ja, Fire Emblem ist irgendwie nicht mehr das. Ich meine, die Serie, die Spiele sind zwar sehr erfolgreich, aber die haben sich verändert. Das ist irgendwie jetzt mehr so über. Weiß nicht, welchen Charakter willst du mit Wink verkuppeln, damit irgendwie, weiß nicht, irgendein Kind erzeugt wird. Und dann irgendwie, weiß ich nicht, in einer anderen Dimension aufwächst, damit, weiß ich nicht, das schneller aufwächst, weil die Zeit da läuft ein bisschen schneller. Und ja, dann hast du irgendwie erwachsene Kinder, die irgendwie an den Seiten ihrer Eltern kämpfen können. Dann in den meisten Fällen sind die Kinder irgendwie älter als irgendwie die Eltern. Ja, da machen die ganzen neuesten Spiele. Also kommt ja wieder bald ein Fire Emblem für die Switch raus. Vielleicht tue ich auch mal Let's Play. Das wird schon auch lustig. Dann gibt es wirklich, taktisch und Taktik und Strategie auf meinem Kanal. Wird bestimmt lustig werden, wenn ich mir vorstellen. Mache ich vielleicht auch, ja. Ja, da bis jetzt Pech irgendwie. Die ganzen Fire Emblem Spiele sind ja alle für 3DS und so. Kann ich ja nicht aufnehmen. Also hätte ich auch schon so Sachen wie Fire Emblem Echos oder so aufgenommen. Ja, Fire Emblem 10 hätte ich auch mal irgendwann jetzt playen können, aber ja, fühlt sich irgendwie so komisch an. Der 10. Teil spielt nach dem 9. Teil direkt irgendwie. Den habe ich nie gespielt. Und ich will jetzt nicht irgendwie ein Projekt starten, welches, weiß ich nicht, hier so mittendrin anfängt. Ah ja, wenn irgendwie, weiß ich nicht, wer ist halt Fire Emblem Three Houses? Three Houses, ne? Also wenn das irgendwie rauskommt, wird direkt Let's Played. Aber das dauert noch, glaube ich, eine ganze Weile. Lucina. Ah, Axel. Mega Man X8. Mein zweites Projekt auf diesem Kanal. Wo meine Audioqualität noch miserabel war. Nach, das hat nicht gereicht. Verdammt. Habe ich echt so wenig Fire Emblem Charaktere bisher bekämpft. Ja, Crom. Mit seinem Kostüm irgendwie Anspielung an jemanden. Kann sein, ne? Ja, das sieht irgendwie cool aus. Ist schwarz, hellblau. Gut gemacht, Lucina. Jetzt zeigt der Papa mal, wie das geht. Immer wieder ein Ticket bekommen, gut. Weiß nicht, woran das abhängt, ob man eins bekommt. Ja, da kommt sie direkt. Ja, kaum habe ich natürlich auch schon gespielt, im 100er Smash. Der ist irgendwie so ein Mix aus. Weiß ich nicht. Aus Roy, dieser Angriff ist hier von Roy. Der Angriff hier ist von Ike. Er hat einen Konter natürlich. Und dann hat er diese schnelle Klinge. Der ist mehr so eine Kopie von Dings, ja. Von Roy. Eine Mischung aus Roy und Ike.
weil ich ehrlich gesagt ziemlich gut finde, ehrlich gesagt. Ja, wie heißt Bande und Bestimmungen? So, warum muss ich gegen euch kämpfen? Ach, du kämpfst mit mir, gut. Hier, denn seine Angriffe sind auch ein ganz kleines bisschen anders als normalen Angriffe. Ja. Start. Mit dem Vogel eine Bombe gegen die Fresse geworfen. Boah, willst du mich eigentlich verarschen? Ey. Mein Gott, ey, wieder wegen irgend so ein Mist hier verreckt, ey. Ich krieg so nur Katzen. Dann gehen wir nur 0,3. Na, so ein Lukas. Alles verwandt oder was? Warte mal, Fox und Falco sind doch bestimmt nicht verwandt, oder? Der eine ist ein Fuchs, der andere ist ein Wolf. Wenn doch, dann wäre irgendwie merkwürdig. Warum mache ich jetzt schon wieder so viel Schaden? Ness und Lukas sind doch auch nicht verwandt. Riech ja eigentlich. So, ich habe zwei Schwerter. Ich bin jetzt am Dual Wielding, ja. Mann, du Idiot, ey. Wer hat doch wieder kaputt gemacht? Mama, habe ich Robin in meinem Team. Was? Boah, was ist das denn? Oh, willst du mich eigentlich verarschen? Mal, verpiss dich doch einfach nur. Ich hab schon jetzt keinen Bock mehr auf diesen Run. Oh, was so? Boah, könnt ihr mal auf mich losgehen, ey? Danke. Was ist eine richtig, was ist wahrscheinlich das schlechteste Run aller Zeiten? Ja, 0,2. Donkey Kong und Diddy Kong. Ja, Sina. Au, Mann. Haben wir doch gerade erst begonnen. Chill doch mal. Boah. Gut gemacht, Lucina. Mein Töchterlein. So, du gehst raus. Du auch. So wie es ausschaut. Au. Musste es ja natürlich so kommen, damit ich auch noch getroffen werde, ne? Oh, willst du mich verarschen? So. Boah. Wie gesagt, du hilfst mir gleich gegen Crazy End Master End. Ich werde doch ganz sicher wieder gegen die kämpfen. Peach und Daisy. Los, Robin. Oh. Warum habe ich denn jetzt schon wieder 45%, ey? Was ist denn ja schon wieder los, ey? Hat. Sehr gut. Boah, Kampf beginnt. Ich krieg schon 45% Schaden. Das gibt's ja irgendwie da nicht. Ja. Simon und Richter. Wir wie die englischen Staatsmänner, amerikanischen Staatsmänner nennen würden. Richter. Mittens ging, wen ging sie sich geworfen? Schieß hinab, danke.
Was hat der? Ah, da ist ein Heilfeld, ne? Oder auch nicht. Okay, ich halte es und es heilt mich. Ich wurde voll geheilt. Der Kampf kann weitergehen. Aua. Komm her, Herkules. Aber irgendwie komisch ist. Chrom ist, glaube ich, immer noch Teil von Robins Ultimate, ne? Das ist irgendwie merkwürdig. Ich weiß, wenn er gegen Chrom kämpft und Robin setzt seine Ultimate ein und Chrom hilft, um Chrom zu verprügeln. Was? Chromception. Boah. Oh Gott, ich bin beinahe rausgefallen, deswegen. So, ich will mal ausprobieren. Kann die Dinger wahrscheinlich vorne nicht kaputt machen, ne? Nö. Schade. In so einer, ich hätte das schon wieder versucht. Na, oh, meist ein Crazy Hand. Jo. Haben wir auch irgendwann so DLCs hier rauskommen werden, dass die finalen Bosse irgendwie so ändern oder so, dass sie irgendwie Charaktere aus Brawl oder so reinbringen. Irgendwie ein bisschen broken und ein bisschen awesome. Au. Dann wird gerade begonnen. Ich krieg schon wieder voll auf die Fresse. Was ist meine Tochter los, ey? Ja, das jetzt nicht. Robin kämpft an meiner Seite. Rad, verdammt, die Runde mit Chrom ist ja richtig kacke. Dann habe ich gerade gesagt, der ist irgendwie so besser als normal Ike. Okay, wie kann man diesen Angriff abwehren? Ich habe schon versucht zu kontern, zu blocken, geht auch nicht. Also, hab keine Ahnung. Okay. 23 Minuten erst, was? Schon zwei? Ich habe da auch das schon der zweite Charakter, was? Gut gemacht. Wäre irgendwie witzig, wenn er gesagt hätte, so geht so. Es kann besser gehen. Du warst nahe dran. Er hat auch Purpose. Also ein Lied. Weiß das eigentlich irgendwie heißt es ID Purpose, also it Purpose, keine Ahnung, was das bedeuten soll. So, jetzt müssen wir ja wohl den Meilenstein bekommen haben, ne? Wir haben nur gegen Lucina jetzt eigentlich gekämpft, ne? Verdammt, ich habe den immer noch nicht bekommen, ne? Müssen wir eben weiterspielen. Mach ich halt noch einen Charakter. Und ich in diesem Part. Jetzt ja nicht 10 Parts hintereinander feiern mit dem Charakter spielen. Ja, da wohl mit irgendeinem anderen Charakter irgendwann mal auch feiern mit dem Charakter hier bekämpfen. Ich glaube nicht, dass wenn ich diesen klassischen Meilenstein, dieses Brett da erledigt kriege, dass ich dann irgendwie was bekommen hat hier meine Sache vereinfacht oder so, oder irgendwie so einen richtig geilen Geist oder irgendwie so hat. Der ist einfach nur so geiler Geist. Und sein Effekt ist einfach nur, der ist geil. Genau. Und dann werde ich hier nur so ein paar Geisterkämpfe oder so machen, ne? So ein oder zwei. Ja, auch mal machen wegen Meilenstein und so.
Und für online muss ich auch noch machen. Da ist ja noch keiner jetzt mal online gespielt. Ich gehe doch nicht online, hallo. Dann bin ich doch fertig. Die haben zum Glück nicht so eiskalte Meilensteine irgendwie, die man wo ein absoluter Pro sein muss, um die zu kriegen. Ich weiß noch, hier so Trophäen in, weil nicht so Kampfspielen, so Street Fighter und also was. Gewinnen irgendwie 10 Kämpfe hintereinander. Oder gewinnen irgendwie 5 Kämpfe perfekt oder so hintereinander. Irgendwelche krassen Konditionen, die man irgendwie einhalten muss. Ich glaube, hier gibt es irgendwie nur so kämpft 10 oder 20 mal online oder gewinnt 20 mal online. Irgendwie sowas. Du hast jetzt endlich hier reingeschafft in dem Spiel. Glückwunsch. Fehlt noch Roy. Wenn schon dann richtig. Also ja, so 4 Fire Emblem Charakter und dann Mario. Na, war nicht auch ein Boss in Brawl? Duon. Na, ich bin gut, dass die hier so offizielle Artworks irgendwie nur so reinpacken als Geister-Dinger. Nee, immer noch nicht. Und dann gehen wir mal, außer ich muss hier so zurückgehen. Nö. Mal hier war irgendwas. Wir machen halt noch mal. Ich vergesse mal, dass das Ding hier geistert ab ist. So, hier läuft ja ein Fire Emblem Event, also Julius, er ist so ein, ich glaube, der Hauptbösewicht von Fire Emblem 4. Oh, Olivers Thema. Müssen mal Oliver vom Fire Emblem googeln. Nee, das ist so ein sexy Man. Es brennt, der Boden verursacht schweren Schaden. Oh, ich habe immer noch Ike. Gut. Oh, Ausdauerkampf. Dieser Part ist gewidmet der Fire Emblem Serie. Ah, du. Wo haben die auch Olivers Kampfthema hier drin? Das wäre richtig awesome. Wo ist das langsam? Warum ist das zu langsam? So, gib mir die Fire Emblem Charaktere. Feuerangriffe. Event Bonus, Belohnung. Boah, geil, 100. Ganze 100. 300 Einträge. Die Geistertafel ist nun größer. Okay. So, Linde. Mal der Boden nehmen, Kämpfer. Ich glaube, die ist aus Fire Emblem 1 oder 3. 1 und 3 sind da mehr oder weniger die gleichen Spiele. Ah, du. Was? Für mich noch weggeflogen. Oh nein. Boom. Die Musik kommt mir jetzt aber nicht bekannt vor. Boah. Ich wollte nicht fangen. So, tschüss. Schon gewundert, dass ich beim ersten Mal nicht rausgeflogen bin. Das war jetzt zum Beispiel wieder schneller. Belohnung 200. Na, mehr gibt es leider nicht. Ne? Ja, das ist auch ein Fire Emblem Charakter. Ganz eindeutig. Also, Mama. Dafür gibt es ja auch ein paar Meilensteine, muss ich auch mal erledigen. Riesen Ridley, ob so der Boden ist nicht irgend so ein Kack.
Das macht mich fertig, pass auf. War schon wieder so perfekt ausgewichen, ey. Gott. Der Angriffskraft bringt ja nichts gegen Ike. Gegen Ike. Ich hab gesagt, gegen Ike. 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 Mann. Oh, danke. Boah, was? Boah, wer haut mich jetzt raus, deswegen. Danke. Oh, boah, mitten in den Schritt. Davon krieg ich nichts, Dreck. Oh, Azura. Okay, da will ich versuchen. Gegnerischer Ultra Smash ist plötzlich bereit. Cool. Okay, Azura will ich haben. Komm schon, 4 Sterne, Legende. Oh Gott. Ja, super. Pff. Naja, war ja klar, ich hab mich schafft. Mal, was ist das für eine Abwehr, ey? Naja, schaffe ich nie im Leben. Alter, komm nicht mal an sie heran. Ja, super. Hey, was hatten wir für einen Kampf, ey? Ich hab immer noch eine Chance, okay. Wenn du immer noch da bleibst, hallo. Wieder ausnutzen. Ich weiß, bald wird ein bisschen länger, aber einmal will ich noch versuchen, ja. Warum muss es ausgerechnet gegen Corrin sein, ey? So ein Gegner, gegen den ich echt nicht klarkomme. Oh, sehr gut. Hab Schaden. Hab Schaden. Ha, zweimal nicht getroffen. Was machst du jetzt? Wenigstens spammt die nicht die ganze Zeit ihren Dings hier, ein Wasserball oder was immer, ist sehr geil. Oh Gott. So, dafür gibt es auf jeden Fall einen Meilenstein, irgendwie Legende. Stärkt Nahkampfwaffen, erhöht leicht das Lauftempo. Ja. Nahkampfwaffen hätte ich schon gerne erhöht. So, ha. Die erste Tafel ist nun größer. Erstmal auf einer Geistertafel haben wir Legendengeist erhalten. 50 Felder unter Meilensteinen freigespielt. Dafür gibt es Meilensteine. So, okay, jetzt kommen wir aufhören. Gut. Nicht gut. Wieder was erreicht, so ein bisschen, ne? Lass mal im Shop nachgucken. Ja, noch ein Fireball im Charakter. Kann ich mich leisten, verdammt. Was ist das denn? Ridley? Sieht aber komisch aus. Lass mal kaufen. Oh Gott, der Boss, ey. Okay. Gut. Und das auch. Alles klar. Dann bedanke ich mich alles fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder von Let's Play Super Special Bros. Ultimate. Dankeschön fürs Zuschauen. Ciao.